Hallihallo und einen wunderschönen guten Tag. Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Episode von Fisch und Fässer. Heute holen wir uns Fische und Fässer und bauen daraus einen schönen Leuchtturm. Leute, Dankeschön. Ich bedanke mich bei allen Menschen, die mich supporten und die ihr Lebenszeit minus plus Kreis geben. Vielen, vielen Dank dafür. Wenn ihr Bock habt, ne, dann macht's gleich am Anfang vom Video. Dann spart ihr euch die Qualen, die ihr am Ende des Videos habt, wenn ihr noch bewerten wollt und so, ne? Oh, da kommt schon der Lift. Das kann man immer am Anfang machen. Dann hat man es hinter sich. Wisst ihr, es ist wie beim Aufräumen so. Oder, ne, du willst Fernsehen gucken und so und denkst, ja, aber du müsstest eigentlich noch aufräumen. Wenn du dann Fernsehen guckst und danach merkst, ah, ich muss noch aufräumen, ah, scheiße, dann ist das Fernsehen gucken gleich wieder Minus, ne? So, dann ist es hat's nicht mehr denselben Effekt. Aber wenn du es vorher machst und sagst, boah, geil, und jetzt ziehst du dir einen geilen Film rein und dann ballerst du dir ordentlich 2 Stunden was durch, ey, und dann gehst du ins Bett und denkst so, geil, ich muss nicht mehr aufräumen. Das ist ein geiles Gefühl. Genau so verhält sich das mit Bewertungen, Leute. So, fahren wir den Rotz hier hoch. Hätte ich ja eigentlich in der Zwischenzeit sowieso schon mal machen können. Habe ich aber nicht. Habe ich missachtet wieder die Regel. Wir brauchen halt, mehr Effizienz. Mehr Effizienz und mehr Steine vor allen Dingen. Steine sind wichtig. Steine. Wir haben in der letzten Episode ja ordentlich an Steinen reingelunzt. Und das wird sich jetzt auch nochmal so ein bisschen weiterziehen. In der Gesamtgeschichte der Steinverlegerei ist das hier auf jeden Fall mit die höchste Disziplin. Congratulations. Die ist die letzte Stufe mit Ziegeln. Gut gemacht. Schade. Ich hatte so viel Spaß mit meinen Ziegeln. Guck mal hier, wie schön das ist. Ich könnte so eine Pyramide bauen. Ah, guck mal, jetzt die Holzstrukturen wieder hier reinbringen. Ah, so. Was ist das hier? Was sind das für Dinger? Wo gibt's denn die? Verwenden Sie die Nagelpistole. Ja, nee, ich brauche ja hier. Nee, ich brauche da Betonagen, irgendwas. Aua. Verliert man dann Geld, wenn man. Das ist irgendwas Rotes, das ist irgendwas Totes. Ich würde sagen, wir bestellen die Sachen einfach im Laden. 150, alles Chlor. Schmeiß ich den anderen Rotz hier erstmal weg. Ja, hör mal auf zu hupen. Ich habe hier zu tun. Bin hier gerade am Verticken. So, machen wir erstmal hier schönes Inventar leer. Nehmen das Zeug hier gleich mit. 150 auf die Hand. Das ist doch gut. Kann ich nicht gedrückt halten? Oh Gott, okay, das wird Arbeit. Das wird Arbeit. Normalerweise kannst du schön gedrückt halten und Sachen ranschmeißen. Aber wenn das irgendwie nicht mit im Skill-Tree drin war, dann kannst du nicht einfach die Sachen dran schmeißen. Aber dieses Nagelpistolending, so, das haben die auch schon lange irgendwie rausgenommen, ne? So, keine Ahnung. Also er sagt, verwenden Sie die Nagelpistole. Ich habe auch die Nagelpistole, aber irgendwie nagel ich jetzt nicht wirklich mit der Nagelpistole was dran. Ja, vielleicht muss ich deswegen klicken, damit du mehr das Gefühl von einer Nagelpistole hast oder so. Block, 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 block. Holz, Holz, klopf, klopf. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ist ja eine schöne Außenverkleidung hier. Aua. Fuß gebrochen. Feierabend. Hier holt dich keiner ab. So.
Dann machst du das hier noch schön fest. Siehste. Mensch, ich bin ein richtiger Baumeister geworden bei durch den Spiel hier. Bei durch den Spiel, genau. Mhm. Richtig, Kalle. Das ist voll gut. Gut Grammatik Deutsch, die du nutzt. Outstanding. Falsches Material. Jetzt brauche ich 107 von den Dingern. Habe ich natürlich auch nicht mehr. Habe ich natürlich auch nicht mehr, ne? Bestelle ich die aber einfach. Das kann ich machen. Und zwar sind das die hier. Das sind die hier. Was? Sie haben das Limit erreicht? Mehr kann ich mit einem Transport nicht transportieren? Das ist frech. Das ist irgendwie frech. Ja. So. Nochmal. Da kommt er. Er hat sich wegteleportiert und kommt direkt wieder angefahren. So, jetzt haben wir 96. Dann brauche ich noch ein Paket. Ich verstehe gar nicht, warum diese Mechanik von diesem Häuserverkaufen auch in dem Spiel ist. Oh, ich kann nicht mehr aufheben. Okay, ich hole das gleich ab. Aber wahrscheinlich, falls dir das Geld ausgeht, wenn du irgendwie zu oft runterfällst irgendwo oder weiß ich nicht was passiert. Na komm, wir gehen mal eine hoch. Sollte ja von hier aus auch klappen. Ich höre mal Geräusche, aber das ist mein Nachbar, der wieder Holz fällt oder so. Der macht immer seine Holzmichelarbeiten. Na komm. Schön. So ein Leuchtturm ist schön. Ich würde auch schon in einem Leuchtturm, ich sag das bei jedem Haus, was wir hier bauen, aber ist halt einfach so. Häuser sind einfach toll. Kann man sagen, was man will. Häuser sind super. Oh, brauche ich die da oben auch, die Bretter? Na klar. Das ist einfach so ein Universalbrett. Klack, 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 klack. Und toll, jetzt habe ich da unten so ein blödes Fenster vergessen, oder was? Okay, warte. Hup. Das war ein Jump. Das ist ein Jump. Habt ihr nicht mit gerechnet, ne? Oh, ich brauche noch die andere Packung. Ich brauche noch eine Packung von deinem Holz. Das hast du gut gemacht. Du bist nicht Olaf Scholz. Hallo? Das Boot. Moment mal, ist das ferngesteuertes Boot? Ich habe keinen Kapitän gesehen. Ich brauche noch eine Packung. Oh Gott. Komm, aber die kann ich auf einmal schleppen. Da rennen wir jetzt nicht zweimal, ne? So. Da renne man jetzt zweimal, das machen wir. Warte mal, habe ich da gerade noch. Da gerade noch mal ein Fenster gesehen? Ja. Ach so, da waren wir immer noch nicht fertig. Das war der geheime Supersprung hier, oder? So. So. Das machen wir von hier oben. Ja, komm. Da war mir das Steine legen lieber. So, eins noch. Da unten. Da leuchtet was. Great. Moment, warum liegen hier drin eigentlich solche Bretter?
Öppala, öppala. So, jetzt kriegt er einen Deckel mit einer schönen Luke. Oh Mann. Ah, da denkt man, hey, so ein Leuchtturm, ne? Komische kleine Säule im Nirgendwo, kann ja jeder bauen. Muss das schon. Muss man schon ziemlich KLOK für sein. Was auch immer das hier gerade ist. Outstanding. Oh, jetzt kommen die roten. Die roten Balken. Ich nehme die mal alle mit. Ich kann mir nicht vorstellen, dass wir nur 7 brauchen und hier so viele hinlegen. You did it! Das sage ich doch. Gut, dass ich die schon mitgenommen habe. So, haben wir die Tasche leer. Jetzt brauche ich 14 davon. Hä? Wo ist denn mein... Okay, ich gehe einfach an der Außenseite runter. Ja. Haha. Schwupp, sind wir oben. Hab ich. Und nun? Kommen die anderen hin? Kommen die anderen hin? Ach da... Congratulations! Kommt hier auch nochmal ein Geländerpfosten? Ja, da werden Seile oder so wahrscheinlich dran kommen, oder? Das wird jetzt nicht so ein richtiges. Wo ist die Lampe? Impressive! Impressive! So, und wo sind die Seile? Weiß niemand, ne? Haben wir nicht. Haben wir keine Seile hier rumliegen? Bestellen wir welche. Kaufe ich einen 20er-Pack? Komm, ich kaufe mal einen 40er-Pack. Was soll's. Wir brauchen unten ja auch noch welche. Wir brauchen ja unten auch noch welche. Hallo. Oh, ah. Konnte ich nicht aufheben. Die waren nur zu Zierde. Zierseil. Was man hier hoch und runter rennen muss, ne? Das ist schon eine Hausnummer. Perfekt. Soll ich noch irgendwas bauen? Mit dicken Balken? Soll ich irgendwas bauen mit dicken Balken? Hier. Aber dann nehmen wir hier die dicken Balken, oder? Da liegen noch ein paar rum, aber es sind nicht genug. Verdammt. Dicke Balken. Keine Ahnung, ob es reicht. Aber bis der kommt... Können wir jetzt hier mal eben kurz den Anbau. So, mal eben das Zeug hier wegschmeißen. So, Balken. Gib mir die Balken. Congratulations! Ach, jetzt brauche ich wieder davon welche. Und da kann ich nur 48 von. Egal. Naja, gut, aber er hat ja das Teleport-Driving quasi erfunden. Er hat ja das Teleport-Driving erfunden. So, hallo. Bitte einmal mitnehmen. Danke. Tschüss, auf Wiedersehen. Danke, danke. Wir bauen. Wir bauen. Wir machen Spaß mit Bauen. Aua. So, gucke dir an. Jetzt wir bauen. Aber wie? Warum? Was bauen wir hier überhaupt gerade irgendwie für ein
Es ist das Wärterhäuschen sozusagen, wo der Leuchtturmwärter drin nächtigt. Müssen ziemlich einsame Menschen sein, so Leuchtturmwärter, oder? Noch mehr? Ja, komm. You got it. Und noch mehr Seile. Gut, dass ich vorhin hier direkt das große Paket genommen habe. Na, blub, 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 blub. Na, noch mehr Seil? Ach da. Voll great, oder? Installieren Sie eine Lampe auf dem Leuchtturm. Nun denn. Ich habe mich schon gefragt, wo die bleibt. Oh, nee, die Wetterstation noch oben drauf. Sehr gut, zack. Malen Sie die Leuchtturmwand. Was? Wie denn? Hiermit. Okay. Ist es egal, welche Wand ich male jetzt, oder? Muss der komplette Turm bemalt werden, oder irgendwie nur ein paar Meter. Okay, Achtung, eine Stufe runter. Eine Stufe runter und nicht verletzen. Oh. Also ich hoffe mal, dass das so richtig ist, was ich hier mache. Schon schön, weil es so schnell immer gehen würde. Was denn? Ich bin doch noch gar nicht fertig. Ich bin noch nicht fertig. Jetzt bin ich fertig. Bing, bing, bing. Bam, kaboom. Kasch, kapeng. Geil. Da leuchtet der Turm, oder? Ja. Ist schon so eine richtige Leuchtturmnummer. Zack. Alter, neue Level. Da sind noch mehr Level. Ich dachte, die aztekischen Pyramiden. Und das Marshaus. Mittel, Mittel. Kostet beides dasselbe. Wir schauen mal eben beim Marshaus nochmal rein. Kleinen Teaser auf die nächste Episode. Wir haben ja noch 2-3 Minütchen Zeit. Kleinen Teaser auf die nächste Episode, würde ich sagen. Ich würde es am liebsten einfach die ganze Zeit durchgehend datteln, aber, ne? Kiesschabel. Der vierte Planet des Sonnensystems, der Mars, ist derzeit eines der größten Forschungsziele und Besiedlungspläne der Menschheit. Die Menschen wollen den Mars kolonisieren, aber das erfordert fortschrittliche Technologie und Lösungen für viele Probleme. Die Kolonisierung kann Vorteile bringen und wer weiß, vielleicht können die Menschen in Zukunft ihre Häuser auf dem Mars bauen. Viel Glück und habt Spaß. Cool. Boah. Voll die coole Mars-Rakete. Wir sind voll cool. Was ist das? Ein Schlauch. Fangen Sie folgendes in den Kisten mit einem Schlüssel aus und ordnen Sie die Rohre gemäß dem Diagramm an. Oh. Oh, Rohre. Guckt euch das an. T-Stücke. Ich kann nichts mehr aufheben. Falsches Material, wollen die mich verarschen? Okay, Leute, ich würde sagen, ich bedanke mich an dieser Stelle, wie immer recht herzlich, fürs Zusehen. Und ich bedanke mich auch für den Support und all die wunderbaren Dinge, die ihr immer wieder tut, um diesen Kanal hier am Leben zu halten.
Und ja, wenn ihr Bock habt, sehen wir uns auf jeden Fall irgendwo da draußen eines Tages wieder und vielleicht auch auf dem Mars. Ja, je mehr ihr liked und kommentiert, desto mehr steigt die Wahrscheinlichkeit, dass auch ich eines Tages Marsmensch werden kann. Und dafür bedanke ich mich recht herzlich. Also macht's gut, bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen, reingehauen und ciao. Mit Au.